Die wichtigsten Vorteile des Bernoulli-Prinzips, das Sie eben kennengelernt haben, sind erstens die explizite Orientierung an rationalem Verhalten und zweitens das Vermeiden von Entscheidungsfehlern. Besonders bei komplizierten Entscheidungssituationen kann die analytische Handhabung von Nutzenfunktionen aber schwierig sein. Daher kann es Sinn machen, die Entscheidungssituation vereinfachend darzustellen. Eine Idee, die Sie vielleicht aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen, ist, Entscheidungen auf Basis der Verteilungsparameter des unsicheren Vermögens zu treffen, statt über die konkrete Nutzenfunktion. Da es bei Entscheidungen unter Risiko besonders relevant ist, bietet es sich dabei an, Erwartungswert und Varianz des Vermögens als Parameter zu nutzen. Genau das ist der Kern des Mu-Sigma-Prinzips und dabei steht Mu natürlich für den Erwartungswert und Sigma für die Varianz. Und Mu-Sigma lässt sich viel schneller sagen als Erwartungswert-Varianz-Prinzip, deswegen sagen wir einfach Mu-Sigma-Prinzip. Eine allgemeine Nutzenfunktion im Rahmen des Mu-Sigma-Prinzips lässt sich beschreiben als Phi ist gleich Phi von Mu und Sigma Quadrat. Dabei benutzen wir hier für die Nutzenfunktion den Buchstaben Phi statt U, um eine deutliche Abgrenzung zum Bernoulli-Prinzip zu haben. Alles, was wir für die Bernoulli-Nutzenfunktion über Risikoeinstellung abgeleitet haben, lässt sich mit leichter Änderung auch auf das Mu-Sigma-Prinzip übertragen. So ist ein Entscheider risikoavers, wenn gilt, dass die Ableitung der Mu-Sigma-Nutzenfunktion nach der Varianz negativ ist. Macht auch irgendwie Sinn, die Varianz steht ja schließlich für das Risiko, sodass ein risikoaverser Entscheider bei höherem Risiko auch einen geringeren Nutzen haben sollte. Macht irgendwie Sinn. Als Maß für die absolute Risikoaversion dient dann die sogenannte Grenzrate der Substitution zwischen Mu und Sigma Quadrat, ist nichts anderes als das Verhältnis der ersten Ableitungen jeweils nach Sigma Quadrat und Mu. Okay? Das Sicherheitsäquivalent S muss dann die folgende Bestimmungsgleichung erfüllen, ist dann nichts anderes als Phi von S und 0. Klar, denn es geht ja hier um ein sicheres Ergebnis, da muss die Varianz 0 sein. Und der Erwartungswert ist dann S für dieses Ergebnis. Und die Risikoprämie ergibt sich wieder als Differenz zwischen dem Erwartungswert des Ergebnisses und dessen Sicherheitsäquivalent, also μ minus Phi von S und 0. Eine besonders einfache und daher häufig genutzte μ-Sigma-Nutzenfunktion ist die folgende, nämlich μ minus 1/2 Gamma mal Sigma-Quadrat. Gamma ist irgendein Parameter. Und wie man zeigen kann, bei dieser Nutzenfunktion stimmt der Nutzen mit dem Sicherheitsäquivalent überein. Und das können Sie selber überprüfen, indem Sie hier oben einfach mal einsetzen, in Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie. So. Das Ganze kann man sich auch grafisch veranschaulichen. Dabei muss man beachten, dass es sich eingebürgert hat, die Standardabweichung hier zu benutzen, also Sigma statt der Varianz. Ist ja im Endeffekt, da steckt ja das Gleiche drin, ist einfach nur Konvention, dass man hier Sigma und nicht Sigma Quadrat nimmt. Und das Sicherheitsäquivalent S zu einer beliebigen μ-Sigma-Kombination x erhält man als Schnitt der zugehörigen μ-Sigma-Indifferenzkurve mit der Ordinate. Okay, also hier auf den Achsen haben wir Sigma, also das Risiko, und μ, den Erwartungswert des Ergebnisses. Nehmen wir irgendeinen Punkt x. Dann heißt das, hier unten ungefähr haben wir dann also Sigma von x, nehmen wir über den, machen wir als andere, als Index, und dann haben wir hier μ von x. Und dann könnte man verschiedene Indifferenzkurven zeichnen. Eine für eine starke Risikoaversion würde zum Beispiel so aussehen. Die soll durch den Punkt gehen. Und eine mit relativ schwacher Indifferenz müsste dann flacher aussehen. Aber erstmal zeige ich hier für die, das hier ist
Phi gleich konstant, will nichts anderes heißen, als dass es eine Interferenzkurve ist für starke Aversion. Und der Schnittpunkt hier, das ist eben S, sodass diese Differenz Lambda sein muss. Okay? Und eine schwache Risikoaversion hätten wir zum Beispiel, wenn die Indifferenzkurve so verlaufen würde. Okay? Dann wäre das hier eben das andere S und dann wäre eben dementsprechend das Lambda kleiner. Also hier schwache Aversion. Okay? Und eine Konstante, also eine Risikoindifferenz, also Risikoneutralität, wäre der Fall, wenn unsere Interferenzkurve eben ganz flach verläuft. Das wäre risikoindifferent. Okay? Nennen wir mal 1, 2 und 3. So, was wir auch noch sehen können, ist, dass also eine flacher verlaufende μ-Sigma-Interferenzkurve muss für eine geringere Risikoaversion stehen. Das muss so sein, weil demselben riskanten Ergebnis x, das bleibt ja hier dabei, ein höheres Sicherheitsäquivalent und eine geringere Risikoprämie zugewiesen wird. Okay, das muss so sein, rein logisch gesehen. Und diese risikoindifferente Interferenzkurve, das ist hier als Grenzfall eingezeichnet. Das μ-Sigma-Prinzip ist auch nicht ohne Kritik behaftet. Ein Kritikpunkt, der erwähnenswert ist, ist, dass es bei Anwendung des Prinzips zu einer Verletzung der sogenannten Zustandsdominanz kommen kann. Das bedeutet, dass für eine Ergebnisverteilung der μ-Sigma-Nutzen niedriger ausfällt, obwohl bei allen Zuständen ein höheres Ergebnis erzielt wird als bei einer anderen Aktion. Das ist jetzt sehr abstrakt, deswegen schauen wir uns das konkret für ein Beispiel an. Nehmen wir als Beispiel die Nutzenfunktion, die hier steht, also Lambda, nicht Lambda, μ minus 0,3 Sigma Quadrat. Und auf Basis dieser Nutzenfunktion sollen die beiden Aktionen A1 und A2 beurteilt werden, die jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 zu zwei verschiedenen Ergebnissen führen. So, daraus ergeben sich die angegebenen Werte für Erwartungswert und Varianz, die Sie natürlich zur Probe selber nachrechnen. Und wenn wir diese Werte wiederum in die obige Nutzenfunktion einsetzen, erhalten wir für den Nutzen der ersten Aktion 10,7 und den Nutzen der zweiten Aktion 8,3. Und wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass die Aktion A2 zustandsdominant ist, denn sie führt in beiden Zuständen zu einem höheren Ergebnis. Also, A2 ist zustandsdominant, weil 16 ist größer als 10 und 30 ist größer als 12. Also in beiden Zuständen hat A2 das höhere Ergebnis. Aber trotzdem ist der μ-Sigma-Nutzen bei der ersten Aktion größer. Das ist eben ein Problem, ein konzeptionelles Problem. Und der Grund hierfür ist natürlich, dass ein risikoaverser Entscheider mathematisch gesehen auch Abweichungen nach oben als unangenehm findet. Okay? Das ist der Grund. Und wie Sie sehen können, ist hier eben der Mittelwert 23 und da haben wir relativ starke Abweichungen nach oben, einmal nach 30 und nach unten, einmal nach 16. Und hier bei der oberen Aktion haben wir einen Mittelwert von 11 und relativ geringe Abweichungen nach 12 und 10 und dadurch wird hier der μ-Sigma-Nutzen höher bewertet. Das ist ein konzeptionelles Problem.